Ja, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe meine zwei Babys wieder aufgestellt. Es geht heute weiter. Doch bevor wir loslegen, ich hatte zuletzt ja erwähnt, dass die X-Achse nicht so sauber läuft. Und das Problem konnte ich tatsächlich auch lösen. Ich habe nochmal alle Lager ausgebaut und habe nochmal die Lagersitze, also diese Bohrung, nochmal ein bisschen sauber gemacht und nochmal leicht nachgeschliffen, sodass diese Kugelumlauflager, die man da einsetzt, dass die auch wirklich miteinander fluchten. Und jetzt schaut euch das Ergebnis mal an. Und das gleiche gilt auch. Ja, also absolut leichtgängig. Ich bin super zufrieden mit. Und vielleicht habt ihr auch schon entdeckt, ich habe überall schon mal die Rollen dran gemacht. Das war jetzt auch kein Hexenwerk. Also einmal sehen wir hier die Rollen, die schon mal montiert sind. Hier von der Seite nochmal. Ja, und dann auch noch hier außen die Rollen. Die sind jetzt alle angebracht, das heißt, im nächsten Schritt kümmern wir uns um die Zahnriemen. Ich habe die Zahnriemen schon mal passend zugeschnitten, das sind 4 Stücke, also 2 pro Fräsmaschine. Genau, und dann zeige ich euch auch gleich, wie diese Zahnriemen verlegt werden, wenn man so eine Core XY-Kinematik verwenden möchte. Das ist im Grunde auch gar nicht so schwer, das Ganze. Wir brauchen auf jeden Fall einen Zahnriemen. Man kann den Zahnriemen auch am Stück lassen. Ich habe es jetzt einfach mal aufgeteilt in 2 Teilen pro Fräsmaschine. Ihr werdet auch gleich sehen, warum ich das so gemacht habe. Aber wie gesagt, man könnte den Zahnriemen auch komplett am Stück lassen. Das wäre auch kein Problem gewesen. Also, wir haben jetzt ein Stück hier. Damit starte ich jetzt. Im Grunde beginne ich so hier, indem ich jetzt hier diesen Zahnriemen einfach hier vorne mal drum lege. Jetzt könnte ich im Grunde erstmal auf diese Seite anfangen, das mache ich jetzt auch. Das heißt, ich lege den Zahnriemen um die erste Umlenkrolle. Das ist die Umlenkrolle, die keine Zähne hat. Deswegen, der Zahnriemen liegt ja auch jetzt hier auf der Seite, wo keine Zähne da sind. Und dann gehe ich führe ich das Ganze durch diese Befestigungslasche oder beziehungsweise diesen Befestigungskanal, damit ich den Zahnriemen hier auch wieder rausholen kann aus diesem Kanal. Also ich gehe jetzt einfach hier drunter kurz und drücke hier auf der Seite ein bisschen gegen. So, und dann ist der Zahnriemen auch draußen. So, und das wäre jetzt die eine Seite. Das werde ich jetzt noch nicht befestigen. Verlege erstmal die andere Seite noch. So, Freunde, dann geht es hier weiter. Das heißt, wir haben jetzt einmal die Verbindung von da nach da und dann gehen wir über die äußere Rolle, hier Umlenkrolle, das ist die, die auch Zähne hat, wir gehen dann anschließend in die untere, also nicht die äußere, sondern innere Rolle, so, ja, also so hier außen und dann hier runter, anschließend über diese Umlenkrolle, die auch Zähne hat. Und dann geht es hier in den nächsten Kanal. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich kurz mal mit meiner Birne ins Bild. Ich versuche das jetzt hier in der Draufsicht darzustellen, damit man das einfach besser nachvollziehen kann. Am Ende zeige ich dann euch nochmal wieder, wie die Zahnriemen hier in den Kanälen drin sind. So, und dann können wir das Ganze gleich auch spannen. Jetzt haben wir schon mal eine Seite montiert und das gleiche machen wir jetzt für die andere Seite, nur halt andersrum. So, einmal hier um diese Umlenkrolle, die keine Zähne hat, und dann geht es hier in den Kanal und mit einem kleinen Schraubenzieher den Zahnriemen hier aus dem Kanal ziehen. Wie wir das Ganze noch befestigen, da komme ich noch zu. Hier hätten wir auch die Möglichkeit, den Zahnriemen irgendwie so zu befestigen, aber da kommen wir gleich noch zu. So, auf der anderen Seite ziehen wir das Ganze hier rüber, über die äußere Umlenkrolle und gehen dann in die innere Umlenkrolle. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, was ich schon mal besprochen hatte, also angesprochen hatte, in den letzten Videos auch, dass vielleicht es passieren kann, dass die Zahnriemen sich hier an dieser Stelle hier berühren. Tatsächlich ist es so, dass die sich hier
manchmal auch leicht berühren. Nichtsdestotrotz werde ich das so lassen, weil diese Berührung so minimal ist, dass mich das jetzt nicht stört. Aber ich weiß, die Skeptiker werden jetzt gleich wieder losbrüllen. Das geht nicht, Coax Y, eine Seite muss versetzt sein, eine Seite muss weiter oben sein, damit die Zahnriemen aneinander vorbeikommen. Das weiß ich alles, Freunde. Ich habe das schon sehr oft gemacht mit den Coax Y und ich gebe euch auch hundertprozentig recht. Trotzdem werde ich das so lassen, weil diese Berührung so minimal ist, dass mich das überhaupt nicht stört und das wird sich auch nicht im Fräsbild nachher bemerkbar machen. Falls das doch der Fall sein sollte, werde ich natürlich das Ganze revidieren und auch umändern. So, Freunde, das war's auch schon. Core XY, mehr ist das nicht. Ja, Freunde. Genau. Ja, im Grunde muss ich jetzt nur noch die Zahnriemen hier festmachen. Und das werde ich klassischerweise wahrscheinlich mit einem, jeweils mit einem Kabelbinder hier befestigen. Ich muss mal gucken, wie das Ganze so passt. Bevor wir aber das machen, zeige ich euch nochmal, wie das Ganze hier detailliert aussieht. So, hier sehen wir diese Kanäle. Die hatte ich aber auch schon in der Konstruktion vorgestellt, wo die Zahnriemen dann durchkommen. Das Ganze haben wir auf der anderen Seite natürlich auch. Hier sehen wir das Ganze schön hier umgelenkt, um die Umlenkrolle hier hinten. Und von vorne sieht das ähnlich aus, was die Kanäle betrifft. Hier hinten haben wir die Umlenkrollen für beide Riemen. Hier haben wir die Kreuzung der Riemen. Ja, sieht man jetzt nicht so gut auf dem Bild. Aber die berühren sich eigentlich fast gar nicht. Das ist ja je nachdem im Betrieb, kann sein, dass die sich leicht berühren. Aber die sind nicht so, dass Zähne ineinander eingreifen können. Das passiert halt nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich beschlossen habe, das auch so zu lassen. Jetzt nochmal kurz hier Draufsicht. Durch die schwarzen Profile erkennt man den Zahnriemen nicht so gut. Aber sonst sieht das ja Hammer aus. Ja, Freunde, es sind mittlerweile ein paar Tage jetzt vorbei, seit ich das letzte Mal hier an den Maschinen war. Ich habe die Zahnriemen jetzt mal provisorisch gespannt. Das zeige ich euch jetzt erstmal. Und dann werden wir etwas machen, was eigentlich nicht geplant war, aber wir machen es trotzdem. Und zwar nehmen wir die beiden Kollegen hier erstmal in Betrieb. Also, ich habe die Zahnriemen gespannt, wie eben schon erklärt, mit Kabelbinder hier nur einfach befestigt, das ist jetzt nur provisorisch. Hier sieht man das sehr schön, einfach durch den Kanal geführt, einmal nach außen und dann mit Zahnriemen befestigt. Die Längen hier passen natürlich noch nicht, aber ich schneide sie erst ab, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, dass das System auch so ja, bleiben wird am Ende. Auf der anderen Seite vorne sieht das genauso aus. Hier habe ich die zwei ja, übrig gebliebenen Reste einfach mal mit so einem Stück Tesafilm zusammengehalten, dass die hier nicht in diese Räder reinfahren können. Nicht, dass das Ganze dann anfängt zu blockieren. Genau, also das habe ich jetzt bei beiden Maschinen schon gemacht. Und jetzt kann man auch wunderschön sehen, wenn ich hier an den beiden Rädchen hier drehe, ja, also wenn ich beide in diese Richtung drehe, sieht man, wie die Achse sich hier in die Richtung bewegt, die Y-Achse. Drehe ich die beiden Rädchen in eine andere Richtung, dann sieht man, wie die Achse sich in die andere Richtung bewegt und drehe ich die jetzt beide nach außen, ja, dann geht die Achse nach vorne, drehe ich sie wieder nach innen, geht sie wieder nach innen. Ja, und so funktioniert im Prinzip dieses Core XY System. Und genau, und hier hinten sieht man halt schon, dass die Zahnriemen sich leicht berühren, aber um ehrlich zu sein, das interessiert mich nicht. Das ist nicht so gravierend, dass ich sagen kann, das ist gefährlich oder könnte Abrieb verursachen oder was auch immer. Wenn alle Stricke reißen, habe ich ja immer noch die Option, einen Zahnriemen nach oben zu verlegen. Gut, ja, Freunde, dann machen wir jetzt erstmal weiter. Und zwar habe ich hier schon ein bisschen Elektronik vorbereitet, mit ein paar Kabel und auch am Computer. Wir gehen noch zum Schluss auf diese Details ein, also nochmal. Nicht denken, dass ich das jetzt in Betrieb nehme und dann ist das Thema erledigt. Nein, wir werden auf jeden Fall noch bis zum Schluss, das letzte Thema wird wahrscheinlich die Software sein, dass wir dann damit quasi gemeinsam das Ganze in Betrieb nehmen. Ich möchte jetzt einfach nur sehen, ob die Achsen sauber laufen, ob es irgendwo hakt oder ob wir auch schnell fahren können oder nicht. Und das werden wir jetzt gemeinsam mal ausprobieren. Ja, dann nehmen wir schon mal hier Maschine Nummer 1. Und schließen hier eins von den Schrittmotorkabel an und das andere Kabel liegt hier hinten rum.
Dann habe ich hier hinten mein Netzteil, schalte ich ein, 12 Volt eingestellt. Die Treiber, die Schrittmotortreiber sind so eingestellt, dass die Maximum pro Treiber ungefähr 400 mA ziehen. Das reicht hierfür erstmal vollkommen aus. Man kann den Strom auch ein bisschen erhöhen, wenn man noch höhere Beschleunigung fahren möchte und so weiter und so fort. Ja, da ich noch keine Endschalter eingebaut habe, werde ich jetzt erstmal manuell hier händig das Ganze hier in diese Endposition erstmal bringen, an die Nullposition. Und das System kennt jetzt keine Endschalter und geht auch davon aus, dass keine Endschalter angeschlossen sind. So, ja, dann machen wir doch einfach Folgendes. Ich verfahre jetzt einfach mal so 10 mm mit der X-Achse. Haha, die Maschine lebt. Jetzt die Y-Achse. Sehr geil. Okay, cool. Gefällt mir. 40 mm, dann fahren wir wieder zurück auf 0. Ui, das geht aber schnell. Das geht aber schnell. Okay, ich habe jetzt einen G-Code vorbereitet. Das sind ein paar Zeilen Code, dass die Maschine so ein bisschen mal hier das Ganze abfährt. Und dann werden wir die Geschwindigkeit Stück für Stück immer erhöhen, um zu schauen, ja, wo so grob die Grenzen sind. So. Dann lassen wir mal das Ganze laufen. Also ich werde jetzt mittendrin schon die Geschwindigkeit erhöhen, weil wir brauchen jetzt nicht hier eine halbe Stunde warten, bis er da hinten ankommt. Ja, ich denke, das kann sich sehen lassen, Freunde. Oder was meint ihr dazu? Das Geknattere übrigens, alles was so knistert und knattert, das sind diese Lager, diese Kugelumlauflager. Die sind wahrscheinlich qualitativ doch nicht so gut. Das sind die Kugeln, die quasi hier drinnen arbeiten, also vor- und zurückfahren. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Sehr gut. Und stopp und wir fahren wieder zurück auf 0. Ja, mega, Freunde, oder? Habt ihr das gesehen? Also ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ja, wie gesagt, dieses Geknattere und Geknistere, das sind die Kugeln, die in den Lagern laufen. Gefällt mir jetzt nicht so, aber gut, damit kann ich leben. Sonst tut hier auch nichts irgendwie reiben, der Zahnriemen, der reibt auch nirgendwo gegen. Wenn der Zahnriemen irgendwo reiben würde, würde man das Rattern hören. Ja, wenn jetzt hier oben irgendwo an dem Zahnriemenrad rattern würde. Und genau, also ich bin sehr zufrieden, ihr habt es gesehen, es funktioniert wunderbar. Auch mit der Steuerung hier scheint es sehr gut zu funktionieren. Ich würde sagen, ich werde jetzt den zweiten nochmal kurz anschmeißen und später, wenn dieses Video zu Ende ist, lasse ich beide Maschinen genau dieses Programm einfach mal ablaufen und eine Stunde lang durchgehend ablaufen. Das ist so ein bisschen Belastungstest. Danach sehe ich, ob irgendwelche Komponenten, also vielleicht jetzt nicht nach einer Stunde, aber wenn ich jetzt so einen Dauertest mal laufen lasse, normalerweise mache ich so einen Dauertest mindestens mal so zwischen 10 und 20 Stunden, zumindest bei den CNC-Maschinen, die ich immer aufbaue, die CNC-Fräsen. Werde ich vielleicht hier auch machen, um einfach mal zu schauen, ob die Komponenten das aushalten. Nach 10 Stunden Dauerlauf ist schon, kann man schon echt wirklich sagen, also eine Aussage treffen, ob das so passt oder nicht. Aber im ersten
auf den ersten Blick sieht das schon mal sehr gut aus. Das heißt, ich schließe jetzt die zweite Maschine an, lasse die auch noch mal kurz laufen und dann machen wir uns mal Gedanken, wie es jetzt hier in diesem Projekt weitergeht. Ja, wie man sehr schön sehen kann, auch die zweite Maschine läuft wunderbar. Bin sehr zufrieden. Natürlich muss ich noch Genauigkeitsmessungen machen. Das heißt, ich werde Messuhr auch dranhängen und hier und da mal ein paar Wiederholgenauigkeitsmessungen machen. Wenn die Achse zum Beispiel jetzt hier rüber fährt und dann da in die Ecke beide Achsen sich bewegen, ob auch immer wieder an denselben Punkt ankommt. Das ist bei einer kleinen Mikro-CNC-Fräse, wo es darum geht, Platinen zum Beispiel herzustellen, schon wichtig, dass die Genauigkeit hoch ist. Die Belastung ist jetzt nicht so hoch, ja, das heißt, wir brauchen jetzt hier nicht wirklich massive Komponenten für diese Maschine, aber die Genauigkeit sollte schon relativ gut sein. Und aber was die Genauigkeit angeht und die Auflösung der Motoren und so weiter und so fort, da komme ich noch auf jeden Fall drauf zu sprechen, warum und wie und weshalb ich was wie wählen werde am Ende. Ja, Freunde, an dieser Stelle möchte ich dieses Video auch beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ist euch einen Daumen hoch wert. Sollte das der Fall sein, vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video.